Wie kannst du zweistellige Zahlen miteinander multiplizieren? Ganz einfach im Kopf. Deren Einerwerte zusammengezählt 10 ergeben, 3 und 7 ist ja 10, und deren Zehnerwerte eben gleich sind, so wie hier der 8, 83 und 8, 87 haben eben die gleichen Zehnerwerte. Prinzip ganz einfach, du brauchst nur die Einerwerte multiplizieren miteinander, das sind dann eben 21 in dem Fall, und dann eben den 8er mit der nächsthöheren Zahl multiplizieren. Und 8, nächsthöhere ist 9, also musst du 8 mit 9 multiplizieren. 8 mal 9 ist 72. Somit weißt du, dass 83 mal 87 7221 ist. Das gleiche gilt für alle zweistelligen Zahlen. Auch zum Beispiel bei 64 und 66. Auch hier wieder, die Einerwerte ergeben 10 zusammengezählt und die Zehnerwerte sind gleich. Ja? Gleiches Schema, 6 mal 4 ist 24 und 6 mal der nächsthöheren Zahl ist 7 und 6 mal 7 ist 42. Somit weißt du, dass 64 mal 66 eben 4224 ist. Probier das aus, mit ein bisschen Übung schaffst du es locker im Kopf.